Das, was bisher entwickelt worden ist, konnten wir heute im kulinarischen Kompetenzzentrum von Peter Schaaf mal einem Publikum bestehend aus professionellen Gastronomen und auch aus dem privaten Bereich mal präsentieren. Und ich freue mich da jetzt auf die weitere Zusammenarbeit und die weiteren Entwicklungen, die wir dafür unsere Kunden noch anbieten können. In der Art und Weise habe ich so einen Kontaktgrill noch nicht vorgestellt bekommen. Besonders gut hat mir gefallen die Handhabung von dem Gerät, das einfache Handling, dann die Umsetzung, dass man letztendlich mit ihrer Teflonbeschichtung verschiedene Speisen dann unterschiedlich relativ einfach garen kann und natürlich die tolle Umsetzung von dem Team von Peter Schaaf. Ja. Wenn man sich jetzt die Leitfähigkeit von Materialien anschaut, dann ist einfach Aluminium ein besserer Leiter als Eisen. Ja? Das heißt, wir haben gesagt, es sollen Aluminium-Druckgussplatten sein, um einfach die Hitze schneller, effizienter transportieren zu können. Der Peter Schaaf hat das eigentlich heute sehr schön demonstriert, wie mit so einem Kontaktgrill bewusst an verschiedenen Stellen eben gespielt werden kann und wie man das dann eben schön zu Ende bringt. Und letzten Endes ja, wie gesagt, auch die Kreativität jedes Einzelnen und damit auch jeder einzelnen Küche im Prinzip entfacht. Wenn es jetzt mein Lokal wäre, also ich hätte schon 10, 20 Ansätze, mit denen ich gut weiterarbeiten könnte und würde das mit Sicherheit zu einem guten Ende bringen. Also ich fand es echt scharf. Und man hat gemerkt, dass da Köche sind, die mit dem Herz dabei sind. Ich sage immer gerne mit, man spürt die Passion. Es ist nicht nur Handwerk, es ist weit mehr. Und das spürt man. Also von dem Produkt selber war ich heute sehr begeistert, wobei ich nicht dachte, dass wir innerhalb von einer so kurzen Entwicklungsphase doch so weit kommen. Das fand ich sehr faszinierend, weil ich wirklich selber nicht geglaubt hätte, dass das alles dabei rauskommt. Und dass wir dabei noch Produktlinien entwickeln für Zielgruppen, unterschiedlich eingesetzt, das ist so ein kleiner Nebeneffekt, wo, glaube ich, sogar der Auftraggeber heute doch sehr positiv überrascht war und damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Und von dem her war das für uns ein sehr erfolgreicher Tag. Ja, Peter Schaaf und der Kontaktgrill. Ich habe mir erst gedacht, das passt irgendwie nicht zusammen, die ganze Geschichte. Ein Sternekoch mit einem sogenannten Imbissgrill. Ich war doch dann hinterher so überrascht, ne, was man damit alles anfangen kann. Vor allen Dingen wirklich auf diesem Sternenniveau ein, ja, Lebensmittel so zu verarbeiten, dass man wirklich auch sagen kann, hey, das ist super im Snackbereich, ja, genauso im Menübereich. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht, dass man mit so wenig Aufwand so viel bewegen kann. Ja, gerade mit dem Kontaktgrill, das war irre. Ja. Also insgesamt war es für mich ein sehr, sehr gelungener Tag, schmackhaft sogar noch. Danke.
Wir hatten heute einen ganz tollen Tag im kulinarischen Kompetenzzentrum von Peter Schaaf und bedanken uns dafür die Kreativität und das Engagement vom gesamten Team. Da sind ganz tolle Rezepte bei entstanden. Es waren tolle Gäste mit dabei und wir freuen uns schon auf das nächste Event. Thank you.